Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil. Wir sollen ja die Abhördepeschen holen. Das machen wir auch in dieser Folge. Damit fangen wir zumindest jetzt mal an. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich hier rauskomme. Ich probiere es mal hier durch. Der Panzer, der ist nicht gut. Den nehmen wir mal. Den lassen wir mal gerade komplett außen vor. Den Fahrer weg. Du Arsch. Tschüss, Panzer. Jetzt kommt eine ganze Kalotte wieder an Leute. Ach Gottchen, ne. Meint. Sollen sie kommen? So, der nächste down. So, ich werde mal kurz ein bisschen. Ja, weg mit der Infanterie, weg damit. So, Hauptsache die alle down. Dann hole ich mir jetzt die. Ach, scheiße, den habe ich nicht gesehen da hinten. Da schildert der. So, dann gehe ich mir die Informationen mal holen. Yeah.
Weil Feinde sollten hier keine mehr sein. Hört sich so an, als hätten die Nazis die Orchidia in eine Falle gelockt. Sie haben uns getürkte Nachrichten zukommen lassen. Welche eine Überraschung. So, dann haben wir den auch erledigt, den Teil. Dann haben wir nicht mehr so viel, ne? Dann machen wir uns hier jetzt auf. Und dann haben wir uns die zweite Information. Den Teil zuerst machen hier. Ich muss den Offizier töten. Soll er kommen. Kommt ruhig alle her, meine Freunde. Das Kontrolloffizier ist ein wenig interessanter machen kann. Nehmen wir den mit. Sollte da Ruhe sein. Down. Super. Hier ein Alarm. Das mir nicht wirklich gefällt. Naja, komm. Dann machen wir das noch kurz. Dann arbeiten wir uns da noch kurz rein. Geben wir das mit. Bye bye. So, dann haben wir das zumindest auch weg. Diese Geschichte. Oh. Da ist der. So, Geschichte. Nein. Eieieiei. So, der holt er. Der wird jetzt so rum reinbeuern. Ach, deswegen machen die das. Ja, damit nur eigene Waffen, die Idioten. Scheiße. Naja, ich bin zumindest, arbeite ich mich gerade gut durch. So, der Lebertreffer geht auch down.
So, Geschichte. Wo geht der runter? Irgendwo hier rum. Genau. Und bye bye, nächste Waffe. Ein Verdrickel, down. Was ist er denn? Da ist er. Gut. Du schießt auf mich, unfreiwillig. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann gehe ich jetzt noch die Informationen. Das eine Ding holen. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich die ja. Das hier wird sehr nützlich sein. Ja, meinst du den? So. Diesem Dokument nach zu urteilen, waren die Befürchtungen der OSS berechtigt. Die Nazis haben unsere Kommunikation tatsächlich abgehört. Mit einer Überraschung. Nochmal. Da kommen ein paar Feinde, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Sonst nichts. Scheiße. Ich muss hier wieder rein. Scheiße. Der haut jetzt natürlich ein. Geschichte. Bam, bam. Knapp am Türrahmen vorbei. Bye. Bye, mein Freund. Guck mal, wie sich alle verpissen, die Idioten. Ich muss dieses scheiß Ding da down kriegen. Jetzt brauche ich aber im Moment Zeit, um zu zielen. Da, Geschichte. Ich brauche gerade ein bisschen Luft. Fuck you, Junge. Scheiße.
In so einer Bewegung. Ja, die kommen jetzt alle natürlich auf einmal. Das war mir schon klar, dass ich hier den Bunker ein bisschen Probleme kriegen werde. Infanterie Killtown. Schon klar, dass hier jetzt alle auf einmal kommt. Komm jetzt, der nächste bitte. Fuck you, hat er Glück gehabt. Wow, 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 wow. Das Scheißding muss weg, sonst komme ich hier gar nicht mehr raus. So. Viele sind noch nicht mal jetzt hoffentlich. Ich muss wieder ein bisschen raus aus der ganzen Situation. Eieiei, was für eine Kacke. Warte mal, wo war das? Das war sonst zu heiß. Letzte Salon. Also der eine da zumindest. Ich muss den Panzer da, oder was auch immer das ist, halt dieses Geschütztürmchen da, was auch immer da drin steckt. Das muss ich da hinkriegen. Wenn das da runter ist, dann habe ich zumindest Ruhe. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft. Leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich ihn. Im Laufen. Jawohl. Das Tricksgeschütze. Ja, Deckung aufgeflogen. Und ob wir ihr Leben wieder rauskommen, das sehen wir in der nächsten Folge bei Let's Play Sniper Elite 4.